Was sind die ersten Eindrücke, die du jetzt gehabt hast von der Tour? Ja, also sehr gute, vor allem mit dem Release, oder? Haben wir den Plausch gehabt, dass Hellraiser schon vom Vorverkauf Nummer 2 geworden ist. Und dann, ja, eine Woche später ist Nummer 2 in die Charts reingegangen. Dann haben wir im Rheinfeld angefangen. Und ja, bis auf Skandinavien, Deutschland, wieder zurück in die Schweiz. Zuerst mal in Malta gespielt. Zuerst mal in 25 Jahren. Das ist ja deine Heimat. Also, ja. Wie sind da die Eindrücke gesehen? Also, ja. Dort Konzert spielen, also nicht nur in deine Heimat gehen, sondern ja, dort Konzert. Ja, ja. Ich kann sonst alleine, weißt du, für Family und so, die habe ich lange noch warten, sozusagen, weil wir so mit Medien und Fans und so, Fernsehen und Schweizer Botschafter und maltesische Minister und so, einfach, wir haben eine richtige ja, wie ein Staatsempfang. Und das ist super einfach. Und dann der Auftritt selber, was natürlich der Hauptpunkt ist, von der ganzen, war auch super. Und die haben dann gemerkt, oder? Die haben uns in einem zu kleineren Saal gebucht, aber es war ausverkauft, 2500 Bühnen, oder? Als erster Gig überhaupt vom Glockus. Und das war ein riesen Erfolg. Wir freuen uns auf die nächste Visite. Also haben wir vor, wenn wir wieder auf dem Alta im Rechtsstadion rocken? Ja, das machen wir dann, bauen wir es so auf. Es ist regelmäßig ein Teil von Europa-Tournee wird. So jedes super. Jahr. Ja. Und jetzt erzählt der Toni uns, wie es weitergeht im neuen Jahr. Ja, also gerade heute in Ostern haben wir das letzte Konzert in diesem Jahr. Und dann geht es weiter, die Europa-Tour von da am 12. Januar 2007. Ja. Und dauert alles Jahr fast 6 bis 7 Wochen. Ja. Ja. Und zwar sind wir unterwegs als Special Guest mit Hammerfall. Und für, eben wie gesagt, in Griechenland sind wir alleine in einem von Kopenhagen an, wo es natürlich ganz Skandinavien, sogar Norwegen, Oslo. Also ziemlich, es geht hoch und runter, überall in Europa. Spanien, Holland, ja, Italien, Frankreich. Zusatzwoche noch vor, sogar in England werden wir sein, in London. Es sind 2 Gigs, glaube ich, in England, ja, dann in Glasgow, ja, Schottland, Irland. Also, und das sind alles grössere, ja, Hallenstadion? Oder ja, sie so 7000er Hallen. Nein, kein Clubs. Es ist also eine Riesensache, eine grosse Produktion. Wir freuen uns natürlich extrem. Das ist super.